Ich dachte, wir, meine Tochter ist 6 Monate, hätten schon einen einigermaßen Rhythmus tagsüber. Aber bei genauem Hinschauen schwankt das doch ziemlich. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das etabliert bekommen, da wir auch immer wieder Termine haben, zum Beispiel Krankengymnastik der Kleinen, Arztbesuche von ihr und von mir etc. Wann soll ich die denn am besten legen? Ich gehe von einem Arzttermin aus. Am besten so, dass die Anreise in ihren kürzeren Schlafslot am Vormittag fällt. Mir leuchtet auch total ein, dass man die Angebote verschlanken soll. Ich muss mir aber auch schon eingestehen, dass ich manchmal nicht weiß, was sie will. Heute Nachmittag war sie hundemüde. Da hat sie am Ende durch die Brust beruhigen lassen und total außer der Tour getrunken. Normalerweise bringt die Brust nichts bei ihr, wenn sie müde ist. Wir haben noch etwas Arbeit vor uns. Jo. Aber das ist normal, wenn die Maus erst 6 Monate alt ist, seid ihr noch ganz am Anfang des Miteinanderübens, des Sich-Kennenlernens. Nochmal, die Eingewöhnungszeit für Kind und Elternpaar dauert Pi mal Daumen 1 Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt Halbzeit und du erkennst schon viele, viele Strukturen, die euch gelingen. Tatsächlich ist es so, dass am günstigsten ihr die Aktivitäten, die Termine in die Wachzeiten legt. Bei langfristig geplanten Terminen ist das natürlich immer so eine Sache, weil die Kinder auch von Entwicklungsschritt zu Entwicklungsschritt ihre Schlafinseln verschieben. Also das heißt, im Grunde genommen im ersten Lebensjahr läufst du immer so ein klein bisschen Gefahr, dass du halt jetzt doch wieder das Falsche zum falschen Zeitpunkt machst. Auch hier miteinander üben, sich Zeit lassen, sich Raum geben, das kommt. Und grundsätzlich nochmal die Empfehlung, der Start, der gleichmäßige Start am Morgen ist ein sehr günstiger Ausgangspunkt.